Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock. Im letzten Part haben wir mit der Crafting-Automatisierung aus Applied Energistics 2 angefangen. Und wir sehen schon, hier hat sich so ein bisschen was verändert. Die große Wand ist jetzt nicht mehr ganz so groß, ne? Das Ganze haben wir jetzt hier drin. In bislang diesen beiden ME-Drives. Hier habe ich mit 64K Storage Cells das Ganze ausgestattet. Einfach weil, warum nicht? Ja? Einfach weil, warum nicht? So, das Auto-Crafting passiert jetzt hier unten drunter. In den Bereichen hier. Hier fehlt noch ein ME-Interface, aber die sind hier auch noch nicht alle voll. Von daher passt das soweit. Und in der aktuellen Folge möchte ich zumindest mal zeigen, wie man die Kabel so ein bisschen verstecken kann und wie Autocrafting mit Maschinen funktioniert, damit wir das im Let's Play gesehen haben und ich das dann offscreen hier alles mal schick machen kann, weil die offenen Kabel und so stören so ein bisschen, in meinen Augen. Und zwar bin ich hier schon im richtigen Bereich. Wir brauchen nämlich solche Fassadenblöcke. Ich hoffe, es gibt nicht nur die Glasfassade. Das ist aber die einzige, die mir hier angezeigt wird. Mal schauen. Auf jeden Fall brauchen wir dafür so eine Kabelanker. Und die bekommen wir, wenn wir Kupfer, Blei oder Bronze oder Zinn oder Silber, hatte ich noch gesehen, mit einem Certus Quartz Cutting Knife zerschneiden. Das ist zweimal Certus Quartz, ein Eisen, zwei Sticks. Nichts, was irgendwie problematisch sein sollte. So, okay, und dann nehmen wir uns doch mal, ist jetzt die Frage, wovon haben wir denn am meisten? Von welchen Ingots haben wir denn am meisten? Kupfer 44.000. Jo. Ferris haben wir 47.000. Da hatte ich jetzt aber nicht gesehen, ob ich daraus Anker schneiden kann. Deswegen nehmen wir hier mal so ein paar davon. Zack, zack. Mache er mir Anker. Achso, natürlich das Cutting Knife. Hat eine Haltbarkeit. Ja, damit hätte ich rechnen müssen. Rechnen können. Egal. Egal. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einige Anker. Und dann gucken wir doch mal. Mach ich mal hier drüben. So, dann gucken wir doch mal, ob er das macht. Oh, perfekt. Er macht's. Sehr schön. Sehr schön. Damit haben wir hier schon mal einen ganzen Haufen an Fassade, die wir für die Verschönerung unserer Basis nutzen können. Ja. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Habe ich genug Emiglas-Kabel? Wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Egal. Egal. So, was ich jetzt als erstes machen möchte, ist hier einen Weg frei kloppen für unser Kabel. Denn das darf einmal hier nach hinten zum Reaktor. Das darf einmal den ganzen Weg bis zum Reaktor hier durch. Ey, verschwinde. Mistding. Blödes Skelett. So. Zack, zack, zack. Okay. Meinetwegen auch so. wie viel haben wir hier sonst noch? Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, hier ein Dense Cable lang zu legen. Zumindest mal einen Teil der Strecke. Ach, warum nicht?
Warum nicht? Komm, was soll's? Was soll der Geiz? Na komm. Okay. Da habe ich es gerade in mich reingelegt. Oh, eine schöne Sache. So. Okay, dadurch reiche ich jetzt auf jeden Fall auch mit den Kabeln bis hier zum Reaktor. Was auch eine schöne Sache ist. So. Okay. Und dann werde ich... Moment, ich bin hier hin. Hier auf die Höhe. Okay. Zack, zack, zack. Dann hier nochmal durch. So. Und dann müssen wir hier hoch. Ne? Jo, da müssen wir hoch. Okay. Denn das Problem ist, die Warp-Item-Ducks kriegen die ziehen hier keine Ingots mehr. Denn das ist ja gar nicht mal angeschlossen. Und das ist doof. Deswegen machen wir das hier einmal weg und das hier einmal weg. Und dann kommen da gleich Kabel hin. Aber erst brauche ich noch einen Importbus. So, die Sticky Piston kann ich autocraften lassen. Eine. Dankeschön. So, und dann sollte ich hier auch alles haben. Genau. So, ein Importbus und einen, Quatsch, einen Exportbus. Auch noch eine Sticky Piston, natürlich. Ach, komm. Hier, Start, danke. Der Exportbus. Was? Ah ne, der normale Piston. Mann, Spiel, ärgert mich nicht. Spiel, ärgere mich nicht. So. Okay. Jetzt haben wir eine Sticky Piste noch auf Reserve. Ist doch auch was Schönes. So. Dann packen wir hier den. So, der Export-Bus kommt daran. Der Import-Bus kommt daran. Kabel. Kabel. Beides verbunden. So, jetzt müssen wir ihm nur noch sagen, was ex- bzw. importiert werden soll. Das heißt, wir brauchen... das scheint er automatisch zu machen. Scheint er zu erkennen. Okay, aber auf jeden Fall Yellorium brauchen wir nochmal hier. Um... Okay. Export was zu sagen. Da kommt Yellorium durch. So, hier können wir dann auch ein paar Speed-Upgrades mit reinschmeißen, damit das schneller geht. Komm. Ich gebe ihm erstmal so ein bisschen Yellorium, was wir gerade schon drin haben. Der braucht gerade auch echt lang. Was mich ein bisschen wundert, aber gut. Kann schon sein. Kann schon sein, dass das so lange dauert. Dann wollen wir doch mal Acceleration Cards. Machen wir so 10 Stück. Komm, das Zeug haben wir. Braucht zwar nicht alle 10, aber passt schon. Das passt schon. So. Und jetzt haben wir hier auch das Yellorium drin. Unser Reaktor hat wieder ordentlich Brennstoff. Das hatte er nämlich zu Beginn der Aufnahme nicht. Und, ja. So, und, Zenit wird auch ordentlich rausgenommen. Das ist schön. Das ist schön.
So, dann kann ich nämlich auch dasselbe Kabel einfach mal hier mit rüber ziehen, um es hier anzuschließen. Und dann zieht sich der Import-Bus einfach auch von hier das ganze Zeug. Dann kann ich schon mal einiges an Warp-Item-Ducts wegnehmen. So, da muss ich jetzt nur schauen, wo ich das am besten durchziehe. Ob ich da hier nochmal einen Weg hochnehme? Nee. Nee, nee, nee. Da nehme ich dann lieber. Tschüss. So, komm, nehmen wir das Zeug hier gleich mal weg. Nehmen wir das Zeug hier gleich mal weg. Wenn wir schon mal dabei sind. So. Zack, zack, zack. Ups. Ich glaube, das brauchte ich noch. Muss ich zwar nochmal schauen, ob ich das wirklich brauche für irgendwas. Ach so, dafür habe ich es gerade. Ja, gut. Ja, gut, das wird auch anders geregelt. Das wird dann auch anders geregelt. So, dann kommt hier auf jeden Fall da ein bisschen ME-Kabel lang. So. Und so. Dann da auch noch ein Importbus und dann wird das Ganze von hier direkt ins ME-System gezogen. Okay, und dann kommen jetzt unsere Fassaden. Schmeiß mal hier nicht einmal rauf. Ah, gut, das ist jetzt bei der Textur nicht ganz so schön, wie ich es gehofft habe. Aber egal. So, man sieht dann zwar noch, wo das Kabel ist, aber es sieht in meinen Augen auf jeden Fall schöner aus, als wenn wir hier einfach, als wenn wir das einfach so da lassen würden, ohne was. So, von der Unterseite können wir hier auch noch mal Fassade mit dran knüllopfen und dann wäre das soweit erledigt. Das wäre jetzt echt schön, wenn sich die Textur hier auch noch verbinden würde. Naja, egal, egal. Aber wir können halt hier auch, naja, das ist dann hier jetzt halt eine Säule, die da nach oben geht. So. Und dann sieht man das hässliche Kabel nicht mehr. Finde ich eigentlich so eine ganz nette, schöne Sache, um Kabel zu verstecken. Und das werde ich noch in anderen Bereichen nutzen. Hier zum Beispiel die Kabel. Die werden dann auch unterirdisch geführt, also außer natürlich das vom Crystal Growth, von den Crystal Growth Acceleratoren. Und genau. Dann wird das schick und so. Also denke ich. Denke ich zumindest. Okay. Das wäre das. Und dann wollte ich in der heutigen Folge auch noch zumindest an einer Maschine. Ich habe keinen Flügstast. Ich habe keinen Flügstast. Okay. Genau für solche Sachen. warum bin ich jetzt hier runter, ohne dass ich Flügscrystal mitgenommen habe? Ich weiß es nicht. Flügs. Habe ich so ein paar. Bin ja vorbereitet. So, das kann rein. Den Anker schmeißen wir mal rein, das schmeißen wir rein. So, reicht. Reicht erstmal. So, ich überlege gerade. Das ist Grindstone. Ja, Macerator funktioniert auch. Perfekt. Dann kann ich das auch hier in den Macerator schmeißen, der keinen Strom hat. Und auch keine Overclocker-Upgrades,
Von daher, ja gut. So, da ich noch ein bisschen Sand drin, weil ich hier Sandstone Stairs mal wieder durch den Pulverizer gejagt habe, um ein bisschen Nitrat zu bekommen. So, können wir gleich mal weitermachen. Zack, bitteschön. Okay. So, jetzt haben wir hier im System aber auf jeden Fall genug Zeug für ein ME-Interface. Zack, Start. Danke. Oh, das geht so wunderbar schnell. Man muss nicht warten. So. Und zwar, um das hier auch so ein bisschen schön aussehen zu lassen, was meine Basis aktuell so gar nicht ist, packen wir das ME-Interface hier nach unten. Haben den Redstone Furnace darüber. Und können hier jetzt auch entsprechend Pattern reinpacken. So, wie machen wir jetzt ein Pattern, das uns sagt, aus Sand wird Glas? Weil so funktioniert das nicht. Aber wir können hier das Ganze umstellen von einem Crafting Pattern in ein Processing Pattern. Und hier können wir jetzt sagen, okay, aus Sand wird Gl Ups. Aus einem Sand wird ein Glas. Speicher das bitte. So. Und wenn wir das jetzt hier unten in. Moment, Moment. Ich muss das gar nicht da unten ins Interface reinschmeißen. Denn ich hatte ja so ein Interface-Terminal gebastelt. Das habe ich jetzt auch angeschlossen. Und jetzt sehen wir hier, aha, okay, wir haben hier einen Molecular Assembler. Da, oder ich habe insgesamt 11 Interfaces an einem Molecular Assembler. Da könnte ich jetzt hier Patterns reinschmeißen. Und dann sollte ich hier sehen, einen Redstone Furnace mit einem Interface dran. Da kann ich dieses Pattern jetzt reinschmeißen. Und wenn ich jetzt einmal auf Craftable Only das Ganze umstelle und sage, ich hätte ganz gerne 100 Glas, dann schickt er jetzt 100 Sand hier ins Interface. Das wird durchgeschmolzen und anscheinend nicht automatisch ans Interface zurückgesendet. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass er so machen würde. Ich bin davon ausgegangen, dass er so macht. Ja gut, dann sende ich das eben selber wieder zurück. Das ist jetzt auch nicht das größte Problem. Nicht wahr? Dann nehmen wir hier halt mal was? Achso, ja. Ich bin auf Crafting Only. Wollte schon meinen, wo sind meine ganzen Impuls-Item-Aktien? So. Okay. Dann verbinden wir das auf die Art und Weise. So. Und sobald es wieder im Interface landet, ist es direkt in unserem System. Das heißt, ich habe gerade 100 Glas hergestellt. Ich hatte vorher noch ein bisschen was im System. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, Glas wird jetzt wieder immer mehr. Und so funktioniert Crafting mit Maschinen. Das Einzige, was ein bisschen komplizierter wird, sind eben solche Maschinen wie der Induction Smelter, der zwei Inputs hat. Da werde ich dann so arbeiten, dass ich das Interface an eine Kiste ransetze und dass aus der Kiste dann das Zeug hier entsprechend reingezogen wird. Das werde ich über Retriever machen.
die dann hier dran sitzen, so dass ich das über eine Kabelverbindung hier nach oben machen kann. Genau. Und dann auf die Art und Weise können wir hier die Maschinen auch alle wieder automatisieren, was eine schöne Sache ist. Was eine schöne, schöne Sache ist. Und dann wird der Output hier nach unten gehen und das geht dann direkt ins Interface und bla. Okay. Okay. Ja, dann haben wir eigentlich alles gemacht, was ich in dieser Folge machen wollte. Wie gesagt, ein bisschen Möglichkeiten zum Kabelmanagement zeigen. Und ja. So, wobei eine Sache möchte ich tatsächlich doch noch machen. Moment, Moment. Machen wir mal ein paar Advanced Cards. So. Denn ich möchte eine Fuzzy Card. Erst. Ich habe keine. So, na, weil ich auf der Black Bull war wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich keine Wolle. Okay, dann bitte eine Wolle craften. Danke. So. Und dann nochmal einen Export. Bus. Quatsch, hier. Ein Export Bus. Ja, da brauchen wir wieder eine Piste für. Komm, machen wir gleich mal ein paar mehr. So 10 Stück. So, dann nervt es mich nicht mehr. Okay. So. Was mich jetzt nämlich interessiert, ach ja, und noch irgendein Chest. Ich will nämlich mal testen, wie ich am günstigsten, am besten das ganze Rüstungszeug hier wieder wegkrieg. So. Okay, das heißt, ich stelle die Kiste jetzt mal dahin. So, mit dem Ding. Eine Fuzzy Card. Und dem Ding. So. Und dann wäre jetzt hier zum Beispiel Bo. Ja, da haben wir einige von. Wenn ich die jetzt, wenn ich jetzt den Bo reinschmeiße. Moment. Zwei Acceleration Cards können wir mit rein. Jo, das passt soweit. Perfekt. Perfekt. Okay. Das funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist gut. Das ist sehr gut. Denn dann kann ich. Dann kann ich an der Stelle noch eine Capacity Card mir basteln. Was? Achso, du brauchst eine Basic Card. Okay. Okay. Wenn dir eine Basic Card reicht, bitte so. Und hier hätte ich gerne normalen Set Squads und nicht den teuren. Nicht den Pure. So, mit der Capacity Card habe ich jetzt nämlich die Möglichkeit, hier mehr Slots zu belegen. Achso, ja. Ah, braucht zwei Capacity Cards, ich verstehe. Um alle neuen Felder zu bekommen. Ja gut, dann haben wir nur eine Acceleration Card. Ist aber auch voll in Ordnung. So. Okay, und das Zeug kommt dann halt, dann kommt hier halt kein keine Kiste hin, sondern Müll.
So. Da kommt jetzt halt ein Mülleimer hin. So, alle Bögen mal da in den Mülleimer reinschmeißen. Braucht keiner. So, stellen wir uns hier drüben hin. Da auch nochmal. Jetzt nur darauf achten, falls die Goldkiste ins Inventar gehuscht kommt, dass ich die nicht wegschmeiße, weil die will ich doch behalten. So, okay. Der noch weg, der weg, der weg. Perfekt. Okay, jetzt haben wir es hier schon mal für Bögen eingestellt. Dann für alle möglichen Leatherheads. So, die dürfen auch verschwinden. Dann generell Lederzeug, sprich die Trousers, die Boots. Braucht alles keiner. Das braucht alles kein Schwein. So. Und wenn die neuen Plätze nicht ausreichen, na dann. Dann hat man ja noch entsprechend fünf andere Seiten, wo so ein Exportpass ran kann. Braucht man zwar noch ein paar mehr Fuzzy Cards und so, aber das ist mir egal. Das ist mir dann voll egal. So, okay. Damit haben wir dann keine mehr. Wir haben dann aber noch Chestplates. Goldene, ja gut. Hier. Da haben wir sonst nichts weiter. Wir haben Chain Leggings. Was auch immer. So. Okay. Dann mal nur die Stored Items nach Anzahl aufsteigend. So. Okay. Golden Boots haben wir hier zum Beispiel noch. Die. Was? Wo sind die jetzt hin? Egal. So. Jetzt hier auch noch mit rein können. Einen Platz habe ich noch. Ja, einen Platz haben wir noch. Dann schauen wir doch mal, was finden wir hier noch so an Zeug, was wir nicht brauchen. Meine ganzen Crafting-Module. Naja. Leather Tunic. Okay. Nehmen wir noch die Leder Tunica. So. Auch einmal weg. Und damit hätten wir jetzt hier schon mal so einen Anfang. Ne? So einen Anfang an Sortierung. Werde ich offscreen noch ein bisschen weitermachen. Und das Ganze auch ein bisschen woanders noch hinstellen. Wobei, wenn ich jetzt den Export-Bus entferne, ich glaube, dann ist auch das Zeug hier weg. Ne? Ja, wird es sein. Ne. War doof. War doof von mir. Naja, egal. Na, egal. Das passt schon. Das passt schon irgendwie. Muss ich es halt nochmal machen. Oder ich lasse den Mülleimer hier wirklich stehen und pack nur die Kabel dann unten lang oder wie auch immer. Wie auch immer, da wird mir schon was einfallen, was ich da machen will. Gut, dann. Bei dieser Folge, wo nicht allzu viel passiert ist. Danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, irgendwo so ein bisschen vielleicht. Und ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.